Die Konjunktionen trotzdem. Er liegt im Bett, trotzdem schläft er nicht. Er liegt im Bett, trotzdem schläft er nicht. Ich bin so dick, trotzdem esse ich jeden Abend Schokolade. Ich bin so dick, trotzdem esse ich jeden Abend Schokolade. Ich bin erkältet, trotzdem gehe ich ohne Mantel zum Supermarkt. Ich bin erkältet, trotzdem gehe ich ohne Mantel zum Supermarkt. Er hat ein Auto. Trotzdem fährt er mit dem Bus zur Arbeit. Ich lerne nicht viel. Trotzdem kann ich schon gut Deutsch sprechen. Ich lerne nicht viel, trotzdem kann ich schon gut Deutsch sprechen. Ich habe ihn eingeladen. Trotzdem ist er nicht zu meiner Party gekommen. Es regnet und regnet. Trotzdem bin ich jeden Tag draußen. Zweimal war ich schon in einem Restaurant essen und es hat nie geschmeckt. Trotzdem gehe ich heute Abend ins Restaurant. Der Fußballspieler verletzte sich. Trotzdem spielte er bis zum Ende des Spiels. Du weißt, dass ich Bier nicht mag. Trotzdem habe ich ein Glas getrunken. Ich weiß, dass du viel arbeiten musst. Trotzdem holst du mich vom Bahnhof ab. Ich kam eine halbe Stunde zu spät. Trotzdem war Frank nicht böse. Es regnete. Trotzdem nahm Stefan keinen Regenschirm mit. Jakob muss für eine Prüfung lernen. Trotzdem geht er abends in die Disco. Alex ist nach der Arbeit sehr müde. Trotzdem sieht er bis 2 Uhr nachts fern. Der Rock ist zu klein. Trotzdem will Hanna ihn haben. Frau Müller hat wenig Geld. Trotzdem träumt sie von einem neuen Mantel. Tim muss immer sehr lange arbeiten. Trotzdem will er abends noch Sport machen. Der Pullover passt sehr gut. Trotzdem gefällt er Markus nicht. Katrin war krank.
Trotzdem hat sie den Chemietest geschrieben. Es regnet sehr stark. Trotzdem gehen wir mit dem Hund spazieren. Er war krank. Trotzdem geht er nicht zu Arzt. Er war krank. Trotzdem geht er nicht zu Arzt. Das Auto ist zu teuer. Trotzdem kaufe ich es. Das Auto ist zu teuer. Trotzdem kaufe ich es. Trotzdem sie gerne tanzt, geht Eva nie in die Disco. Martin ist sehr müde. Trotzdem will er heute in die Disco gehen. Paula ist keine gute Schülerin. Trotzdem möchte sie Medizin studieren.